Okay, wir beweisen jetzt mal folgende Aussage. Jede Dezimalzahl der Bauart A, B, C, A, B, C. Ja? Also Bauart heißt hier, wir haben eine sechsstellige Dezimalzahl mit sechs Ziffern, ja, und die ersten drei Ziffern wiederholen sich auf den letzten drei Stellen. A, B, C, A, B, C. Jede Dezimalzahl der Bauart A, B, C, A, B, C ist durch, ne, durch 7, 11 und 13 teilbar. So, das wollen wir jetzt beweisen, ne? Ja, schauen wir mal. Vielleicht machen wir uns erstmal ein Beispiel. Also denken wir uns mal irgend so eine Zahl aus, die diese Bedingung erfüllt. Nehmen wir mal die 5, 4, 7, 5, 4, 7. Ne? Diese Zahl, also vom Wert her einfach 547.547. Also wir haben letztlich hier 547 Einer, ja, und 547 Tausender. Genauso viele Einer wie Tausender. So, ist diese Zahl durch 7, 11 und 13 teilbar? Müssten wir mal testen. Können wir mal gucken. Ne? Ich habe hier meinen Taschenrechner vorbereitet. So, da können wir das mal eingeben. 5, 4, 7. 5, 4, 7 durch 7. Ist es durch 7 teilbar? Tatsache, ist durch 7 teilbar. Geht auf. Ja, machen wir nochmal. 5, 4, 7. 5, 4, 7. Ist das durch 11 teilbar? Tatsache, auch. Ne? Naja, klar. Ich will hier niemanden veräppeln. Trotzdem überprüfen wir nochmal 5, 4, 7. 5, 4, 7. Ob das auch durch 13 teilbar ist. Auch, ne? Klappt auch. Okay. Also jetzt haben wir getestet, ist durch 7, 11 und 13 teilbar. Jetzt haben wir natürlich nur ein Beispiel ausprobiert. Ne? Das müssten wir jetzt mit jeder Menge Beispiele ausprobieren. Aber selbst wenn wir es mit 100 Beispielen oder 1000 Beispielen ausprobieren, wir können nie sicher sein, ob es wirklich stimmt. Ne? Also wir müssen natürlich letztlich einen Beweis führen, ob das so ist. Und das machen wir jetzt mal. Nehmen wir mal allgemein und schreiben wir hin Beweis. Nehmen wir mal eine Zahl, die in Dezimalschreibweise in der Form ABC, ABC hingeschrieben ist. Was ist das? Was bedeutet das? Die Ziffern, das ist ja ein Stellenwertsystem zur Basis 10, die Ziffern darin besagen ja immer, wie viele Bündel man hat mit dem entsprechenden Wert der Stelle. Ja? Also dieses A hier vorne bedeutet ja, ich habe A mal das Bündel 100.000 oder A Hunderttausender. Und auf die muss ich was draufzählen. B Zehntausender plus C Tausender. Jetzt geht mir die Zeile zu Ende, schreibe ich unten weiter. Plus A Hunderter plus B, ups, plus B Zehner plus C Einer. Das bedeutet, und das ist der Wert der Zahl. So. Jetzt wollen wir zeigen, dass die Zahl durch 7, 11 und 13 teilbar ist. Erinnern wir uns nochmal, was Teilbarkeit bedeutet. Ich schreibe das mal hier oben hin, mal in einer anderen Farbe, nehmen wir mal lila hier. So. Eine Zahl x teilt y. Na, wann teilt xy? Genau dann, wenn
Ein Q aus den ganzen Zahlen existiert, sodass x mal Q gleich y ist. Das heißt, wenn ich y als Produkt derart schreiben kann, dass einer der beiden Faktoren x ist, dann teilt x y. Wenn wir also testen wollen, ob diese Zahl, die hier steht, durch 7 beispielsweise teilbar ist, dann müssten wir versuchen, sie als Produkt derart zu schreiben, dass 7 einer der beiden Faktoren ist. Also 7 mal, wir müssen ein Q finden, sodass 7 mal Q gleich diese Zahl ist. Wir müssen uns also auf den Weg begeben, hier ein Produkt ausklammern zu können. Oder ein Produkt schreiben zu können, also Zahlen ausklammern zu können. Wie können wir das machen? Am besten machen wir mal das Folgende. Wir können ja jetzt hier mal, das ist eine Strategie, ne? Wir können mal die A's, B's und C's ausklammern. Was haben wir dann? A mal 100.100 plus B mal 10.010 plus C mal 1001. Weiß eigentlich auch gerade gar nicht, warum ich hier Klammern setze, aber ist egal. So. Kann man mal gucken, ob man da jetzt noch was rausziehen kann, sodass wir die gesamte Zahl als Produkt schreiben können. Ne? Wir brauchen ja die gesamte Zahl als Produkt. Das hilft uns jetzt noch nicht so richtig weiter. Aber wir sehen vielleicht, dass wir aus all diesen Summanden den Wert 1001 rausziehen können. Ne? Das ist nämlich 1001 mal 100a. 2 Nullen weggenommen, habe ich 1001, also bleiben noch 100a übrig, plus 10b plus c. Jetzt haben wir das Ganze hier ja als Produkt geschrieben, die Zahl als Produkt 1001 mal irgendwas. 1001 war aber nicht gefragt, ne? Das wäre jetzt die Lösung zur Antwort gew zur Frage gewesen, ist die Zahl immer durch 1001 teilbar? Ja, 1001 kann man immer rausziehen. Jetzt wäre es aber doch interessant, mal zu schauen, ob die 1001 nicht durch 7, 11 und 13 teilbar ist. Also ob ich sozusagen hier vorne noch die 7, 11 und 13 rausspalten kann. So, gucken wir doch mal. Nehmen wir mal den Taschenrechner wieder her. Clear. So, nehmen wir mal 1001. Ist das durch 7 teilbar? Kann man mal prüfen, ne? Tatsache. Das ist 7 mal 143. So, also können wir hinschreiben, das ist gleich 7 mal 143 mal und dann den ganzen Kram wieder abschreiben, plus 10b plus c. So, und jetzt sieht man vielleicht sofort, 143, das ist ja, welch Wunder, 7, Quatsch, 11 mal 13. Das ist also 7 mal 11 mal 13 mal 100a plus 10b plus c. Wir können also diese Zahl hier als Produkt schreiben, 7 mal irgendwas anderes oder 11 mal irgendwas anderes oder 13 mal irgendwas anderes. Das heißt, die 7, die 11 und die 13 teilen diese Zahl. Fertig.